Die Verwandten werden der Scharia in drei Kategorien eingeteilt. Es gibt die Verwandten, die nennt man Usul. Das sind die, die in der oberen Linie fahren. Was heißt das obere Linie? Das heißt, du bist von ihnen entstanden. Das sind entweder deine direkten Eltern oder deine indirekten Eltern. Deine indirekten Eltern, deine Großeltern, weil sie haben eine Form von, das nennen sie Al-Wiladatu Alayk. Das heißt, sie sind auch Verursacher deiner Geburt. Denn sie sind ja die Ursache der Geburt deiner Eltern. Ja? Und deswegen werden die Großväter im Koran auch Aba genannt. Millata Abaik. Die Religion deiner Väter. Millata Abaik. Die Religion deiner Väter, obwohl sein direkter Vater nur einer ist. Aber er hat die Großväter und so weiter auch Vater genannt. Oder in das Wort mit einbezogen. Deswegen habe ich schon mal erwähnt, vielleicht erinnert euch daran, dass wenn jemand verstirbt und er keinen direkten Vater hat, aber er hat beispielsweise einen Opa, väterlicherseits, der Opa erbt wie sein Vater. Er ist sein Erbe dann in diesem Fall. Das sind die Usul, die gehen nach oben. Und dann haben wir die sogenannten Furu', die Zweige. Die Furu' sind alle, die durch dich entstanden sind. Dazu gehören deine Kinder, die Kinder deiner Kinder, ja, und so weiter, wie lange das auch gehen mag. Diese zwei verwandten Kategorien nennt man Usul und Furu'. Die Ausgabe, die Unterhaltskosten für die sind verpflichtend. Die Unterhaltskosten für diese Usul und die Furu' sind verpflichtend. Wenn sie nicht in der Lage sind, wenn sie durch ein Handicap oder so verhindert sind, ihren eigenen Unterhalt zu erwerben, oder weil sie noch unreif sind, weil sie die Geschlechtsreife noch nicht erreicht haben. Umgekehrt auch müssen diese Usul und Furu' sich für dich sorgen und deinen Unterhalt gewährleisten, wenn du nicht in der Lage bist, deinen eigenen Unterhalt aufzubauen. Dann haben wir die Al-Hawashi. Al-Hawashi sind die Seitenverwandten. Die Seitenverwandten, noch ein kleiner Punkt. Bei den Usul und Furu', die sind meistens Erben. Die Usul und die Furu' sind in der Regel Erben, also die Direkten. Die Hawashi, das sind also die Seitenverwandten, dazu gehören beispielsweise deine Geschwister, dazu gehören deine Onkels, deine Tanten, deine Cousins, ja. Das nennt man Seitenverwandten. Die sind meistens nicht erbberechtigt. Also nur in seltenen Fällen. Bil Asaba, das nennt man das. Aber das ist nicht unser Thema.